Okay, nächster Versuch. Zack, zack, zack. So, jetzt haben wir das. Möchten wir hier gern Bündnis anbieten, bestätigen. Das ist halt auch der Kack, ne? Der Osmane, der kommt zu einer Zeit, da bin ich noch nicht mal ansatzweise in der Lage, durch Beziehungen verbessern. Selbst wenn ich sofort damit beginne, bin ich noch nicht mal ansatzweise in der Lage, da irgendwas zu reißen, ne? Ich kann das ja erstmal kurz lassen. Und das ist halt ziemlich ätzend. Grundproduktion bringt uns Geld. Recht des Rates. Mit der Krone, dann natürlich die freie Marktwirtschaft, die privaten Handelsflotten und das Monopol auf Glas. Die haben uns als Rivalen bestimmt. Können wir die auch als Rivalen bestimmen? Oh, diesmal haben wir einen relativ guten General bekommen. Haben wir uns hier echt Gold, ey, das ist so. So, sehr gut. So.
Das lief diesmal wenigstens wie geplant. Dass hier mir irgendjemand Gold klaut, das ist so eine Frechheit. Die haben uns als Rivalen markiert, dann müssten wir doch eigentlich in der Lage sein. Hä, habe ich die nicht markiert? Achso, ich bin im Krieg, da kann ich keine. Ich habe doch zwei ausgewählt, dachte ich. Nicht? So, da sind die schon mal weg. Ich muss irgendwie es schaffen, ein Bündnis mit Ungarn oder irgendwem zu bekommen, auf dass der Osmane mich in Ruhe lässt. So, 14%. Sobald der Osmane den Krieg erklärt, ist halt einfach wieder vorbei. Das ist halt so wirklich der Mist dran, ne? Staatsehe. Wer sind denn hier welche, die unbedingt eine Staatsehe brauchen? Athen. Das sind alles nur irgendwelche Ungarn, ja, und ihr wollt nicht. Entfernung, so weit seid ihr gar nicht entfernt, tut man nicht so. Tun sie so, als wären sie hier. Steckt es in die Schatzkammer. Eigentlich Prestige, aber. Okay. Das ist halt auch schade, dass sie mir nicht einfach ihre Schiffe dann übergeben oder Teile davon. Na komm, ballert euch da. Das ist ernsthaft, ich habe jetzt nichts übernommen. Sinnlos. Eher noch eine kleine Runde verloren. Na gut, dann war es die auch nicht wert. So, Frieden verhandeln. Natürlich beides. So, dann müssen wir hier eine Kur draus machen. Ja. Zwar vorhin war das auch einmal, da war das eine Kurprovinz. Weiß auch nicht warum. Das hatte ich, glaube ich, bekommen kurzzeitig davor. So, jetzt brauchen wir wieder Rivalen. Einen haben wir jetzt nicht mehr. Machtprojektion. Shit, hätte ich da noch mehr machen können? Wahrscheinlich schon, oder? Genua oder Venedig, ne? Mehr gibt es jetzt hier gerade nicht, oder wie? Was ich mir auswählen kann.
Hat es mir aktuell immer noch offen. Also Johanniterorden. Also auch gleich wieder 4 oder 5 Bündnisse. Nur, dass wir das alles mal abklären. So, mal den hier. Unter Kirchenstadt. Deswegen war das vorhin so mächtig, dass die selber sich da in den Krieg reingeworfen haben. Das wäre so mächtig gewesen. Warum gibt es keinen Kriegsgrund? Wir sind zerstritten, verfeindet. Da kann man, das ist doch Kriegsgrund genug. Das muss doch reichen. So, Hanne. Den von Aleppo schicke ich dahin. Forts deaktivieren. Euch zusammenfassen und ihr müsst trainieren. Das Problem ist halt, wenn ich das hier angreife, dann kommt halt gleich wieder ein Stabilität und weiß der Geier was. Verbessere bei denen mal die Beziehungen. Jedes Bündnis kann mir hier nur helfen. Wenn sie noch so klein ist. So, wie sieht's aus? Staatsehe? Staatsehe? Ist bei Österreich jetzt eher nix, wenn dann wird's hier was. Kann ich das von der Armee nicht runtersetzen? Weil es kein Mensch. Entfernung zu den Grenzen, das ist nicht mal ansatzweise weit. Und die tun hier rum. Wie viel haben wir denn noch? Wir sind schon bei 93. Warum hat denn das vorhin mal geklappt? Da ist aus irgendeinem Grund geklappt. Zu 30, das muss doch gehen, Leute. Toleriert Ketzer. Das ist auch interessant, ne? Ich bin für den Ketzer, aber eine Staatsehe geht. Eine Staatsehe zwischen Katholiken und Sunniten oder so, das geht nicht. Aber zwischen Orthodoxen und den katholischen, das funktioniert.
Der soll mal da bleiben. Der kommt zurück, weil hier ist ja definitiv nichts machbar. Ich muss hier irgendwo ein Bündnis rausleiern. Das ist mir sowas von Humpe wo. Vor allem Entfernung zu der Grenzen minus 6. Das ist einmal über den Teich gespuckt. Vielleicht ergibt sich hier irgendwie was. Gleich Korn, also gleich umwandeln, dann sieht es vielleicht auch schon wieder ganz gut aus. Sehr gut, weil dann gibt es ja hier ein bisschen mehr Asche. Müsste doch jetzt eigentlich alle mal ausreichen. Nee. Ja, fast. Könnt ihr euch nicht hier irgendwie mit denen beschäftigen? Hm? Wie sieht's denn aus? 2,4 Professionalität schon. Sehr gut. Leicht positiv mit allen Mitteln, die ich zur Verfügung habe. Flotte runterwirtschaften, Armee runterwirtschaften. Aber Hauptsache positiv. 11.11. Armeetradition oder 25 Legitimität. Ich habe ja eine gute Legitimität. Ich kann mir das gerade nicht leisten. Ich hätte ihn gern genommen, aber das bisschen Prestige, das brauche ich. Trainiert. Trainiert, wie ihr noch nie trainiert habt. Oh, jetzt ist hier Krieg, Serbien. Ist mit Albanien, Ungarn und Kroatien im Krieg. Ja, da würde ich gern mitmischen. Lassen mich aber nicht. Das ist ja gut, wenn der dick wird, aber der muss halt dick werden und mein Verbündeter sein. Alles andere hilft mir gar nichts. Wenn er ansonsten vielleicht noch auf die Idee kommt, mich selber hier zu annektieren oder was. Kann ich mit euch überhaupt ein Bündnis machen? Sie sind ein Juniorpartner. Naja, ich kann ja trotzdem die Beziehung erstmal verbessern. Vielleicht sagen sie sich los. Das ist eigentlich das größte Problem an der Ausgangssituation hier, dass kein Schwein, also kein auch nur ansatzweise starker Verbündeter sich überhaupt mit dir verbünden möchte. Hätte ich mehr Geld, würde ich denen ein bisschen Geld hinterherwerfen. Schenksenden geht nicht.
Kann ich da nicht direkt ein Darlehen aufnehmen, Leute? Achso, ach, ich frage mich, warum das hier nicht weitergeht. Pause gedrückt. Wenn es nicht regelmäßig klingelt, ist das ein sehr gutes Zeichen dafür, dass da irgendwas schief ist. Okay, jetzt sind sie mit denen hier im Krieg. Nehmen sie die erstmal ein. Das geht ja bei denen auch wie das Brezelbacken, ne? Bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Also wie gesagt, das ist halt so das Hauptproblem, dass hier gefühlt keiner diese Beziehung überhaupt will. Und das ist ganz mies, das ist richtig mies. Alter, jetzt wird hier Albanien fett. Die teilen sich quasi Serbien auf. Ich meine, ist ja gut für die. Ist mies für mich, aber gut für die. So, was ist denn hier im Gange? Haben die hier eigentlich Ansprüche? Nee, haben die hier Ansprüche? Wo habt ihr überhaupt Ansprüche? Nirgendwo. Jetzt ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt. Man müsste die türkische Flotte zerstören. Mich als Rivalen bestimmt, ein ganz großes Kino. Müsste die türkische Flotte hier zerstören oder hier fertig machen und dann dieses Gebiet hier einnehmen. Aber das geht halt nicht so fix, weil hier eine Burg ist. Und dann sind die hier hinten erstmal getrappt. So. Habt ihr das gewonnen oder haben die das gewonnen? Das hat die Krim gewonnen, ne? Ja, das ist auch nicht so geil. Dass die Krim da hier so fett wird. Die haben sich hier Tscherkesien gesnackt. Komm, jetzt sind doch die Grenzen nicht mehr so weit weg, hm? Bosnien hat Krieg mit Herzegowina. Serbien gibt es fast nicht mehr. Albanien ist einfach mal jetzt doppelt so dick.
Wen kann ich als Genua? Könnten noch. Ich mache das jetzt mal. Ich lege jetzt mal Venedig fest. So, können wir mit denen jetzt hier Staatsehe? Nö, gar nichts. Gut. Das hat, wie gesagt, es will halt auch einfach keiner, ne? Es ist nicht gewünscht. Reicht es aus? Ah, das hat ausgereicht. Ich brauche nur einen Diplomaten. Das hat ausgereicht. Yay! Diese Rivalität zu Venedig war jetzt gerade der Schlüssel. Mega gut. Okay. Bündnis Nummer 1. Größeres Bündnis Nummer 1. Ragusa können wir vergessen, ne? Leider, ja. Da würde der Kirchenstaat und Venedig mitkommen. Boah, ich weiß nicht, ob ich mir das zutraue. Ne, das traue ich mir nicht zu. Sorry, aber das traue ich mir nicht zu, da zu gewinnen. Weil Venedig macht mit seiner Flotte. Die machen mich kaputt. Und dann komme ich mit meinen Einheiten da entweder nicht hin oder nicht zurück oder wie auch immer. Also ich müsste die Einheiten erst irgendwie rüberbringen. Und dann von da irgendwie reingehen. Wie gesagt, dann ist es aggressive Expansion. Naja. So, der Türke hat sich jetzt das geholt. Gerne machen wir eine Staatsehe mit euch, um unsere wunderbare Beziehung zu verbessern, vertiefen. Oh, was ist hier? Maybe the chance we will try it. Das ist jetzt eine Chance, hier nach Tunesien rüberzukommen. Ich hoffe, dass die noch richtig, dass die mit denen noch richtig Krieg haben. Noch ein bisschen, ich hätte es eher sehen müssen, dann hätte ich das schon mal hier, hätte ich das schon mal aufheben können. Ich meine, die kommen nicht mit, das ist vollkommen okay. Meine Flotte ist jetzt mal ein bisschen stärker. Ich brauche mal bitte ein... Ja, noch schlechter ging auch nicht. Ist dann einfach auch so mies, dass es gleich mal 2 Stabilität kostet. Wieso? Warum seid ihr jetzt?
musst du da. Das ist jetzt nicht euer Ernst, dass ihr hier drei Provinzen woanders hingegeben habt oder vier Provinzen. Seid ihr noch ganz klar? Ach, das ist doch jetzt Müll. Also das ist richtiger Mist jetzt. Das ist richtiger großer Mist, was da jetzt gerade passiert ist. Hätte nicht schlimmer laufen können. Es hätte echt nicht schlimmer laufen können. Verlässliche Verbündete, diplomatische Reputation. Ach, was ist denn hier? Was sind denn das für venezianische Adlige? Ja, die können mal die Sachen an mich übergeben. So, Grundmannstärke, Grundsteuer. Dann bitte die Grundbahnstärke. Wo? Hier. Mega gut. Habe ich jetzt das verloren oder was dazu bekommen? 1, 2, 4, ich habe keine Ahnung. Ich muss hier dann gleich zum Heilen schicken. So. Habt ihr mit noch jemandem Krieg? Nein. Wo wollten wir hin? Na, Susa. Boah, also wenn das jetzt klappt, mache ich drei Kreuze.
ändert alles. Können wir hier trotzdem noch irgendwo einen guten Verbündeten kriegen? Das ist viel zu... Wer ist denn hier im Krieg? Kasan, Krim, Nogai. Die blaue Horde wird hier quasi von allen zerlegt, die da auch nur ansatzweise in der Nähe sind. So, und hier kümmern sich um das da. Und dann kann es natürlich schon sein, dass wir die Nächsten sind. Wir können sie nicht drillen in einer Provinz, die uns nicht gehört. Warum nicht? Wo steht das? Also es hat sich bis jetzt ausgezahlt, die Galeere. Oder nee, was ist das hier? Halt dieses fette Schiff. Bis jetzt war das eine sehr wertvolle Investition. Es ist so gut, dass Albanien so fett ist. Das ist so krass, wie einfach jedes Game. Also das merkt man wirklich, wenn man so ein oder so eine Nation, die relativ schnell im Po sein kann, wenn man die immer wieder spielt oder kurzzeitig hintereinander neu starten muss. Ich bin ja eigentlich niemand, der gern neu startet. Aber wie gesagt, wenn die Osmander kommen, da kann ich ja sofort sagen, nee, lass mal. Aber dann merkt man das erst, wie krass unterschiedlich die Games sind. Mit wem hier wer Bündnisse schließt. Jetzt ist hier Albanien auf einmal doppelt so groß. Das hier ist schon weg, Serbien. Das ist krass. Hier dieses Tele, wie auch immer, macht sich übelst breit. Können wir Beziehungen verbessern, ne? An die nächsten. Jetzt nehmt doch mal die Festung ein, Leute. Hm? Das muss doch machbar sein. Also entweder bringen sie mir Gold, administrative Hilfe, diplomatische Hilfe, militärische oder ich krieg Prestige. Ich hätte gern vielleicht erstmal das Gold. Eigentlich wär mir lieber was eins von den anderen beiden, aber ist gerade nicht drin. Oh, Wasser. Knappheit plus 7, sehr gut. 10 Dukaten, immerhin. Also wenn das jetzt klappt, dann mega gut. Wir brauchen trotzdem noch irgendwelche Verbündete. Ihr wollt oder könnt... Ach, hier ist auch ein Bauwerk. Guck an, was macht das? Prestige. Sind jetzt wieder mehr Bauwerke dazugekommen mit den DLCs? Das Mausoleum. Oh cool, hier gibt es auch eins. Was macht denn das? Die Religion ist muslimisch. Das hilft mir gar nichts. Wenn ich das dann mal übernommen habe, hilft mir das gar nichts. Jetzt haben sie ja schon Besitz beansprucht.
dann kann es sein, dass der Krieg nicht mehr weit ist. Und ihr wollt ja kein Bündnis mit mir, ne? Staatssee ist gar nicht so abwegig. Es gibt halt da auch nicht so richtig viele, die hier groß was helfen würden, ne? Sehr, sehr nice. So, die machen wir jetzt vollumfänglich fertig. Sehr guten Transportschiff dazu bekommen, mega gut. So, dann können wir hier den... aggressive Expansion. Machen wir uns hier gleich Freunde in der Region. Ziemlich viel. Aber wenn ich hier irgendwas noch reißen will. Ja, oder ich hole mir hier nur zwei oder so. Und mach dann hier weiter oder eins erstmal. Da wäre sogar siebzig. Siebenundsechzig wären es, wenn ich den als Vasallen nehme. Ich nehme das komplett. Bin jetzt mega mäßig aggressiv drauf. Wir machen diese. Erweitertes Reich, sehr gut.
So. Die hilft mir leider nicht, ne? Ich habe das jetzt überall gemacht. So, da sind wir schon einmal über den Teich gesprungen. Meinung Krim über Byzantinisches Reich, Grundsteuer 11. Boah, ich glaube nicht, dass ich die mit deren Meinung auf 100 bekomme. Hättet ganz bestimmt keine Mark. Das kannst du vergessen. Jetzt wollen sie sich hier noch mehr. Also wie gesagt, solange Ungarn hier wächst, mach. Aber dann kommen im Krieg auch. Mal brauche ich eine Beziehung, um jetzt. Vor allem 166, ne? Das ist ja auch mal einfach so möglich, ne? Also jetzt habe ich zumindest eine Chance, dass selbst wenn der Osmane hier drüben das sich snackt, dass ich hier irgendwas habe, um weiterzumachen. Das könnte jetzt der Durchlauf sein, den ich wenigstens weiterspielen kann, wenn der Osmane mir jetzt einmal den Krieg erklärt und der nette liebe Ungarn nichts macht. So, Granada geht anscheinend gerade vor die Hunde. Das sind die nächsten vier. Tja, Inkognita, die kennen sich zwar alle, aber ich kenne sie nicht.
Shit, das wollte ich doch gar nicht. Aufs Falsche geklickt, ich bin so doof. Ach so, Moment. Da vergessen, die Forts ausmachen. Alles in der Welt den Verfall hier stoppen, ey. Den Geldverfall. Das war so doof. 68 wieder. Einfach mal administrative Macht verbrannt. Wie heißt das? Byzantisches. Kann ich nicht lesen. Na, die drei Provinzen sind jetzt ein bisschen gesplittet, aber was soll es? Eigentlich weitermachen. Immer mit dem Drill auf. Werden mal wieder stark und dann geht's hier weiter. Also. Handelsliga wurde aufgelöst. Sobald die voll sind, sobald die voll sind, geht's in den nächsten Krieg. Ich darf sie drüben dann nur nicht übertreiben. Asphex. Wo zur Hölle ist das? Ach hier. Wahrscheinlich hätten die sogar kommen können, wäre mir egal gewesen. So, ziehen wir den jetzt zurück. So kämpfen wir noch gar nicht. Handelsliga wurde aufgelöst.
ist doch Quatsch. Das Monopol, ja. Das Monopol, ja. So, der Johanniterorden, ey, der. Hätte der hier keine Beschützer, ich würde ihn so fertig machen. Der wäre so schnell kaputt. Allein einfach, weil er es verdient hätte.